Moin moin, liebe Leute, und ein herzliches Willkommen zurück zu Rev. Ja, Rev. Heute Wohnmobilabenteuer. Ich bin raus im Hotel. Oh. Guck mal, da hinten. Wow, Tim Keller, danke schön für die 100 Bits. Hey. Danke. Lass uns mal vom... Ja? Hast du gerade eine Kartoffel nach mir geworfen? Ich? Nee. Warum habe ich jetzt zwei Kartoffeln in der Hand? Vielleicht ein Hausschlappen, aber doch keine Kartoffel. Dann sind mir die Kartoffeln in die Hand geschwommen. Ja, wahrscheinlich. Interessant. Ah doch, da oben hat es Tiere, ich sehe schon. Wildsauen. Ja. Ganz viele Wildsauen. Wir müssen noch ein bisschen nach rechts, links. Links verbackbord, gell? Wenn ich dir als Rechtshänder eine Ohrfeige gebe, dann knallt deine linke Hand, also ist links Backbord, weil ich habe dir eine Backpfeife gegeben. Ah, das ist eine geile Erklärung. Backbord, Backpfeife, das ist cool. Ja, du musst aber dran denken, dass du dir dann die linke Hand Seite hältst. Ja. Ja. Weil, also, ne? Mhm. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, leicht einfach zu lernen, was links und rechts ist. Ja, definitiv. Das ist wie mit aber das versuche ich schon seit Jahren. Naja, das ist wie mit dem Kompass damals. Aber seit der Erklärung von Imp mit dem Kompass habe ich es mir tatsächlich dann merken können. Ja? Oder sicher? Ja, ja, in Green Hell zum Beispiel Kompass. Nein, da durch die Map gar nicht wie. Okay. Da hängt ein riesen Banner. Da steht Banda Kafila. Was heißt das? Banda Kafila. Ein bisschen geändert. Ein bisschen ist gut. Wir haben deine Beine gekriegt. Aber volle Kanne. Ja, du bleibst hier an diesem Wrack hängen. Ja, und hinten am... Oh, fuck. Weißt du, und zu mir letztes Mal meckern, ne? Motzen. Ja. Ja, tut mir leid, Spiele hier noch keine Rolle. Ich glaube, wir sind aber da. Ne? Ja, wir sind da. Danke dir auch, Tim Killer. Ein Parkhilfen haben wir auch noch nicht eingebaut. Also ich habe nicht gepiepst. Piep, 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 piep. Was piepst denn hier so? Wir können jetzt an Land gehen, oder? Ja, wir können jetzt an Land gehen. Ich nehme aber noch mal ein bisschen Trinken mit. Und man hat doch überall Wasser. Ja. Nur noch mal kurz satt essen. Ein Sortieren muss man nicht, okay. Und die Kakteen weh? Keine Ahnung. Nee. Also auf der Map, da teilen wir uns auch einfach auf und dann rudeln wir da durch. Was müssen wir hier tun? Ja, so wie bei Balboa, irgendwelche Quests lösen, Rätsel, Hinweise. Du musst in alle, wirklich in alle, sag gleich, Karawans rein. Und jede Schublade öffnen, ich sehe schon. Und ja. Jede Türe. Jede Schublade. Vergesst genau. Keinen, weil du musst da auch Hinweise suchen, so viel ich weiß, ne? Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja, hier sind ja auch Hinweise, alles. Merk dir die blöden Karawans, die du schon hast, die nur noch fehlen. Ja, aber, oh Gott. Geh mal die Leiter hier hoch. Haben wir irgendein System, mit dem wir markieren, wo wir schon waren? Nee, nicht. Du musst selber ein System finden, von unten nach oben oder von oben nach unten. Oder oh Gott. Das ist hier mal chaotisch. Tricky. Hier? Ja, das ist auch gerade ein bisschen dunkel, aber macht nichts. Ah, eine Kartoffel. Ja. Oh, lecker, lecker. Ist das ein Hinweis? Haben wir denn da? Nochmal was? Bio-Kartoffeln. Wir wissen jetzt auch nicht, wo der andere schon war, ne? Okay, du bist da gerade drin, dann gehe ich da jetzt nicht rein. Nee, ihr müsst genau. Halt vielleicht sagen, du der linke Berg, ich der rechte Berg oder irgendwie so. Ja, das wird ja, momentan nichts. Haben wir nur einen Weg. Jetzt gerade ist nur ein Weg. Ah nee, warte mal, ich gehe hier die Leiter hoch. Ist ja da lang. Genau, ja, dann gehe ich die Leiter hoch. Man sieht ja immer, welche Türen offen sind. Und Ma says I should write down what I think to make it stick, so I write.
Caravan Town is a rock sticking out from the water. It has good land to raise pigs to eat. We can fish, grow vegetables. Only downside are the hyenas, but they are usually friendly. We came here on a boat with half the rest of Jakarta. They let us stay because Ma is smart and Pa is good at welding. They say I'm just another mouth to feed. But I'll show them. See, the problem is the water is rising, right? What if we just take away the water? Take away the water. Oh, ich liebe ihren Akzent. Ist so geil. Das hätte ich gerade wieder ein Gespräch bei der Arbeit geführt. Wenn du mit Thailand telefonierst. Auch immer. Dann sagt er, take a water, voila. Halt her, ja, für sanftes Drehen. Was ist denn das hier jetzt? Warte, hier kann man... Oh, hier müssen wir hier so einen Murmelparcours abschließen. Kann das sein? Oder Wasser irgendwo laufen lassen. Bei mir durch den Karawan ist da irgendwas durchgelaufen, so ein Rohr. Ah, guck mal, hier ist eine Pumpe. Jetzt schieße ich gerade Wasser, ich schieße Wasser. Ah, das Wasser muss, denke ich mal, da rein und dann, ah, das Rohr habe ich auch gesehen. Warte, ich pumpe nochmal. Warte mal runter, dreh das mal, so dass es unten ins weitere Rohr rein. Okay, pump mal. Pump. Ah ja, stimmt, da war was. Hier. Ich kann mich erinnern. Ich folg das mal. Du bleibst bei der Pumpe. Ich ja, ich drücke hier mal weiter drauf. Ah, okay, das geht da. Ja, Water Pump Idea doesn't work. Ich kann es aber aus dem guten Namen machen. Vorsicht, Vogel. They complain because they have no patience for science. No patience for science. Oh. Pa just laughed. Ja. But Sanjay showed me some pictures that gave me a great idea though. Good man, Sanjay. Wie war der Pump? Ja, Pump. Ich habe hier gerade Hinweise eingesammelt, deswegen. Mich hat gerade so ein Vogel belästigt. Weil da ist nämlich Brunnen ganz unten und den füllen wir jetzt mal. Oh ja, das Wasser kommt, ja, weiter. Oh, das. Wir den ganzen Abend hier pumpen. Nee, ist noch mal pumpen. Oh ja, da kommt es. Und? Nein, eine Seilrutsche auf. Okay, fertig. Ich hab schon aufgehört. Bis das unten ankommt. Ja, alles klar. Gut, dann haben wir jetzt einen Teil einer Seilrutsche. Okay. Wo rutschst du hin? Das weiß ich auch nicht. Das ist ja auch nur ein Teil. Gut. Achso, warte, bin ich lang gegangen. Aber schon mal gut, finde. Also ich finde die immer noch toll. Das wollte ich nur noch mal festhalten. So, hier ging's weiter. Dann muss ich jetzt doch mit zu dir kommen, aber ich glaube, ich gehe da noch mal rein. Offen. Ah ja, da war. Luftangriff. Oh, Bienchen. Ja, ich habe noch nicht gefunden, wo genau die herkommen. Oh, bitte. Auch gelootet. Gib mir Mühe. Ja. Okay, du bist da, dann gehe ich hier schon mal. Weil das ja immer an derselben Stelle ist irgendwie. Die sind ja alle gleich wie Karawans. Tatsächlich. Oh. Du. Ich geh mal eins über dich. Ja. Da hat's auch noch eine Treppe. Also ich habe jetzt die Leiter genommen. Oder kann man wohl auch die Treppe nehmen? Ja, dann geh du mal da, dann geh ich die Treppe. Genau. Treppe. Denk an den Vogel. Ja. Au. Blöde Mist.
Hätte ich es gerade gesagt. Ja, und in jedem Moment hat er mich. Nee, das ist eine Müll. Da lang. Ja, da brauchst du auch wieder ein freies Gebiet, ne? Ja. Um den zu jagen, oder wie? Ja. Ja, wir müssen halt mal. Ich sehe ihn halt nicht. Ja, hier ist ein Truthahn. Ja, ein Rubbelgubbel. Okay. Da ist eine Leiter. Okay, jetzt macht das Sinn. Oder auch nicht. Hey. Warum muss ich hier Parkour machen? Bin doch nicht so gut im Hüpfen. Und jetzt? Ich da jetzt. Au. Ne, da will ich so aber nicht. Warte, dann nehme ich. Oh, guck mal hier, ein Ladegerät. Ein Teil. Ein Hinweis. Strange man Olaf shouting orders. I saw them rounding up all the hyenas in cages. Sanjay is helping separate the rafts from the rocks. I asked Dr. Henrik about Ma. He looks sick too. Told me to avoid the pigs. And Olaf. Sanjay says he's scared. Smart man, Sanjay. Okay, also Sanjay hat Angst. Okay. Wo bist du oben weiter? Bist du nach ganz oben oder rüber? Ich habe die Treppe. Und ja, genau, da kommst du gerade auf mich zu. Okay, dann gehe ich weiter hoch. Naja, hier oben bin ich. Ist doch oben. Genau, da oben bin ich. Weiß ich gar nicht, wie ich hier weiter. Doch, hier rüber. Nicht? Autsch. So, Autsch? Weil das blöde Viech mich getroffen hat. Ach so, das ist bei dir. Du vergisst, dass Melle hier auch unterwegs ist. Ja, auf dem Boot. Ja. So, ich dachte, du bist mit uns hier am Einsammeln. Nee. Jetzt habe ich gerade den Zeichen, mein Fahnen verloren. Also da drüben bist du. Ja, Egel, das stimmt. Eine Arbeitsaufteilung ist echt nicht verkehrt. Das ist wie beim Kochen. Einer macht den Abwasch, der andere kocht. Genau. Oh, nee. Das muss woanders weitergehen. Oder doch da? Moi, hier schunkelt's aber heute ganz schön, du. Schon wieder keinen blassen Schirm. Ab da. Ich werde auch überlegen, ob ich überhaupt noch höher muss. Aber eigentlich nicht. Du. So. Ja, der Vorteil von Koop. Da gebe ich dir recht. Also ich bin hier drüben, glaube ich, fertig. Lamas Legumes. Legumes, das sind Linsen. Breed and Bakery. Ah, das war, glaube ich, hier so eine Marktplatz oder so. Hoppala. Verliert die jetzt ihre Maus? Versteckt. Festgeklebt. Irgendwie so. Ah, dieser Rucksack ist schon echt toll. Bread and Bakery. Okay. Eine Bäckerei habe ich gefunden. Sieht genauso aus wie jeder andere Bodenwagen auch. Ja. Ne? Ich gehe jetzt mal zu Kent Goods. Ja. Ich gehe zum Meat. Oh, der Hinweis. Sailing as one.
the raft towns of Indonesia. The flooding of Jakarta has led to escaping locals creating interconnected rafts as they make their way to land. We just make do, said Putri Reyes, one of the earlier adopters of these raft towns, when inquired by one of our reporters about their living conditions. Drifting largely on sea currents, they appear to be growing at a steady rate, raising considerable concerns with coastal authorities. A maritime hazard in the making, the foreign minister stated this morning in a public address. Despite these concerns, many believe raft towns could very well be a viable alternative. Recent rumors surrounding the construction of sanctuary towers in the southern hemisphere has only increased tensions. We sought a comment from the local government. Okay. Ouch. Warst du schon im zweiten Stock von den Lamar's Legumes Dingens Gedöns? Legumen? Beiden. Sag, ehrlich gesagt, gar nicht. Ja, denke ich mal auf einem Nein. Ich bin hier die Planken. Au, hör auf. Bots. Nicht. Nee. Hier ist Plankenlauf. Das habe ich hier. Hook, please take. Was? Was? Genau. Nochmal. You never even give us your name, but you helped us with. Why we see you up here ahead? Ich glaube, das überlasse ich dir. Wo bist du? Da, nee, halt, das ist ein Huhn. Wo bist du? Hier, hier oben. Ah, da. Nochmal. So. Dad's Hook, please take care of it. Das ist Papas Angelhaken. Soll sich drum kümmern. You never even gave us your name, but you helped us greatly. May we see you up ahead. Du hast uns nie deinen Namen verraten, aber du hast uns sehr geholfen. Wir sehen uns in der Ferne wieder. The boy, Hillman, fought like a man. We could not be more proud. Der Junge, also der Hillman, hat gekämpft wie ein Mann und wir waren nicht stolzer. Wir hätten nicht stolzer sein können. Und dann noch Dinny, please wait for me. Warte auf mich, bitte. Und die andere Seite? Welche andere Seite? Oh Gott. Alja, I held on as long as I could. Please forgive me. Alja, ich habe so lange ausgehalten, wie ich konnte. Bitte vergib mir. Ariel, we were harder on you than you deserved. Sorry. Ariel, wir waren ein bisschen strenger zu dir, als du verdient hattest. Sorry. Und Junji, you drifted close to us from afar. I wish we'd let you in sooner. Also Junji kam von weit weg und sie haben sie nur langsam aufgenommen. Also sie hätten sie schneller aufnehmen wollen. Drei Teile einer ja, wir haben nur zwei. Dann müssen wir noch mehr sammeln. Okay. Müssen wir hier oben auch noch mal. Ich gehe jetzt erstmal das Viech da oben schießen. Why should the elite get to escape the apocalypse? They should. Du meinst den Adler? Ja. Share their luxury. Okay, helf mit. That's right. The greatest rafters in this new southern sea. You take Tongaroa. Take back your future. Ja, holt euch eure Zukunft zurück. Für Tongaroa. Army, macht euch bereit. Scheiße. Diese blöde Kante hier. Naja. Bleibt sich das mal dran hängen. Ich stehe jetzt drauf. Aber der macht kaum noch Schaden bei uns. Er ist trotzdem nervig. Ja. Jawohl. Der hat ein paar Pfeile stecken. Ja. Hab ich auch noch ein paar Pfeile da. Ja, 7 Stück habe ich noch. Ich habe auch noch 20, 28, 23. Das sollte kein Problem sein. Oh ja, da ist er. Ach, du Vogel.
Blub. Blub. Soll ich mit dem Vogelkopf rumrennen? Ich renne mit dem Vogelkopf rum. Okay, also hier oben sind wir soweit fertig. Guck mal, da. Da drüben ist noch so eine Seilrutsche. Ah. Siehst du das? Hier ist auch Seilrutschenwerkzeug erforderlich. Okay. Ja, also kommen wir da noch nicht rüber. Nee, dann müssen wir tatsächlich noch woanders hin. Ja, dann die anderen Gipfel. Und guck mal, da geht's noch zum Bürgermeister. Da brauchen wir auch eine Seilrutsche. Da. Moment. Was denn? Okay, ich bin drüben. Wo drüben? Bin hier runtergehüpft. Ah, das haben wir übersehen. Komm nochmal zurück. Ich räume aber gerade den Fleischladen aus. Gib mir eine Sekunde. So. Du bist wieder drüben, ne? Ja, da oben. Ja, ich komme. Ich treibe einen Truthahn vor mir her. Wo das Eilrutschenwerkzeug benötigt. Ja. Genau, und ziemlich hier runter. Okay, und dann? Ah! Genau. Nur mal gucken. Da drüben Spickel, kannst du auch Honig einsammeln. Ja, okay. Das ist komisch mit dem Vogelkopf auf dem Kopf. Vogelkopf auf dem Kopf. Ein Vogel auf. Ich bin ein Höhner. Ich hab einen Vogel. Oho. Manchmal. Oh, das ist aber. Okay. Ich habe Honig geklaut. Sie werden wahrscheinlich denken, es war der Vogel. Was sind hier alles? Guck mal, der blinkt hier auch. Benötigt ein expertes Pulver. Experiment Journal. Oh, ich liebe sie. I don't care, huh? Overreaction. They would have taken my tools if Sanjay hadn't helped me put out the fire. Good helper, Sanjay. Oh. So, ein explosives Pulver haben wir auch. Nee, warte mal, das muss ich. Hast du das oder brauchen wir das? Nee, auf Boot muss ich's holen. Willst du dein Zeug von mir mitnehmen? Ja, klar. Ja, gleich mal. Genau, dann hole ich mal kurz das. Werf einfach mal raus und du hebst auf, was du aufheben kannst. Ja. Ja, das meiste war wahrscheinlich gestapelt. Ja, das sehen wir dann. Ja, für die heiß. Das, was geht, geht. Gegenfrage, kannst du mir vielleicht was zu trinken mitbringen, wenn du wieder kommst? Den kann ich, das kann ich nicht mehr aufsammeln. Das ist okay. Alles nicht? Alles nicht. Okay, dann lauf. Okay. Achso, warte mal, dann lass ich einfach jetzt hier. Lässt du da? Leer. Mitnehmen, perfekt. Ist ja. Käpsele. Göttlich, gell? So, was mache ich jetzt noch hier? Hier durchsuchen. Ich suche hier weiter, ne? Ja, den Besuchen, da ging's weiter. Ich geh mal hier runter, da geht's bergab. Genau, mach schon alles da, ich Pulver. Ich hab einen Abfalleimer. Also, gefunden. Cool. Wirf deinen Abfall hier hinein, statt in den Ozean. Okay. In the cages were big rats and a very large hyena. They were so angry. Sanjay found notes talking about feeding and training them into his personal army. Sanjay thinks Olaf might be a bad guy. Okay. I think I agree. Interessant. Wir haben es hier mit ihren Käfigen auf dem Booten. Ah, ihr könnt jetzt Macheten machen. Oh, hier ist einer der Karawans for sale.
Also wenn ihr ein neues Haus wollt oder so. Ich weiß ja nicht, ob euch das Boot auf Dauer gefällt. Ein Feriendomizil? Oh, warte mal. Haben wir immer noch kurz eine Kuschkiste? Einfach mal gucken. Ich wollte eine machen, aber es ging nicht, weil du dann schon die kleinen... Ja, dann, warte, dann gucke ich mal kurz. Mal Holz. Zack. Ist noch weiter runter. Ist das Ding fertig? Nein. Dein. Oder warte mal. Doch, hier. Da war ich schon. Naja, aber das hat so gut wie keinen Platz. Richtig. Aber ich mache jetzt einen Mülleimer und dann können wir Platz schaffen. Oh. Ja. War der blöde Mülleimer. Warte mal, ich schmeiß jetzt mal kurz alles da rein. Die Gegenfrage bei dem Mülleimer. Wenn man da dann Zeug reinschmeißt, wird daraus dann Müll, den man in die Müllpresse schmeißen kann? Das weiß ich nicht. Ausprobieren. Ich muss aber erstmal gucken, wo wir Scharniere haben. Da. Oh, ich habe eine Werkstatt gefunden. Aber der Rest sieht genauso aus wie alle anderen Karawans. Ich habe mal hier die obere Kiste bei mir kurz gruscht alles reingeschmissen. Ne? Das muss ich irgendwann sortieren. Wo? So. Bei mir hier oben. Da ist noch so viel Zeug jetzt drin. Das ist die Schmiede. Trinkwolter haben. Sortierst du es dann? Wenn du möchtest, kannst auch du sortieren. Schmeiße Müll weg. Wir brauchen keine Paddeln mehr, ne? Nein. Paddeln, das waren mal schöne Zeiten. Wenn ihr mit dem Boot ein Stück vorwärts fahrt, dann könnt ihr bei mir an der Küste direkt anlanden. Nee, ich kann da nicht gerade. Los. Ich häng fest. Halt ein Stück rückwärts. Ich piep's auch für dich. Komm. Hä? Wenn er rückwärts fährt mit dem Riesending, dann piepst ich. Nee, ich hab hell bei mir gesagt. Komm, bist du noch fertig hier? Lieber, ich bin hier unten jetzt auch fertig. Da ist er. Aber ich brauch nur... mehr Fällen. So. Oh! Nee, du kannst, drückst da nichts raus. Mülleimer ist Mülleimer. Das ist ja blöd. Ich hab gerade rausgefunden, dass man diese Bäume... dicken Bäume, wenn man die oben schlägt, dann kann man die fällen, aber unten nicht. Okay. Also wahrscheinlich kann man alle Bäume fällen. Da sind die manchen halt zu groß unten. Darum. Ja, da, da. Warte, da. Wo geht es hoch? Sammelst du deinen Hammer nicht mehr? Bauhammer? Den habe ich reingelegt, weil ich den gerade beim Looten brauche. Ah. Oder? Nee, ich habe einen Bauhammer bei mir. Okay. Weiß nicht, warum da so viele liegen. Also ich habe keinen, weil ich schon ewig keinen mehr gebraucht habe. Weil ich ja nicht bauen darf. Oben? Oben? Ja, aber oben ist soweit vorbereitet. Ah, ja, später. Ich hatte ein Bauverbot von dir, Melle. Was? Weil wir mussten erst Lager bauen und wir mussten Motoren bauen. Und ach so. Und damit ich nicht aus Versehen baue, habe ich den Hammer weggetan. Willst du dabei sehen, sagen wir jetzt das explosive Sprengpulver da reinpacken? Bist du oben? Ich bin da. Okay, warte. Ich bin bei dir. Ja, das Ding hoch! Aber erst hingelegt. In der nächsten Folge. Nein! Doch! Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao, ciao!